Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Zuallererst einmal einen fröhlichen Nikolaustag euch allen, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und vor allem einen fröhlichen zweiten Advent. Denn, meine lieben Freunde und Kinderchens, es ist momentan und heute so gesehen der zweite Advent. Ich hoffe, ich habe gerade eben nicht erster Advent gesagt. Es ist der zweite. Und Glückwunsch an euch alle und grüßt euch und guten Tag. So, was machen wir denn in diesem Part? Ich meine, es ist Nikolaus, es ist zweiter Advent. Weihnachtlicher könnte es kaum sein. Da dachte ich mir, komm, machst du heute mal einen chilligen Weihnachtsrun. Und so beginnt es. Mit Isaac gibt es heute einen knackigen Weihnachtsrun, wie ihr sehen könnt. Und ja, Isaac direkt mal mit einer Weihnachtsmütze. Isaac, ja, frohe Weihnachten, du Arsch. Und direkt vom Goldraum gespawnt. Es kann ja nicht besser werden, ne? Spider-Bite, Slow Effect. Das heißt, eine von unseren Tränen sorgt dafür, dass der Gegner geslowt wird. Oder man kann den Gegner quasi slowen. Oh, das war natürlich wieder sehr schlau von mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schlauer hätte ich das nicht handeln können. Aber okay, es ist ja Weihnachten, ne? Ich habe übrigens vor, jede Woche, an jedem Sonntag, sowie an Heiligabend, am ersten Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag, diese weihnachtlichen Isaac-Parts zu bringen, weil das bietet sich ja auch an. Und an der Stelle nochmal danke an den guten Dennis Derpy Derp Derpistan auf Derpigness, weil er hat mir diesen Tipp geschrieben, dass man doch hier in Isaac auch einen Weihnachtsrun machen kann. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was er mir da gesagt hat und was er mir erzählt hat, aber ich glaube, es ist so, dass man in diesen Weihnachtsruns quasi, ja, unendliche Basements hat und sowas. Und das war übelstes Glück. Und ich denke, so wird das gewesen sein. Ich glaube auch, dieser Weihnachtsmann soll auch extrem schwer sein. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich so ist. Aber wenn das Spiel schon sagt, man hat hier quasi unendliche Basement-Runs, dann glaube ich nicht, dass es schwer wird. Aber man soll ja nie die Hoffnung aufgeben, man soll ja nie die die Kornflasche aus dem Fenster werfen oder irgendwie so. Warte mal, das war ein anderes Sprichwort. Die Flinte ins Korn legen, nicht die Kornflasche aus dem Fenster werfen. Wie kam ich jetzt da drauf? Ah, ist auch egal. Ich bin wieder Rettenhauser. Ich erfinde knackige Redewendungen. Das ist knackig. So. Wollen wir mal rausfinden, ob hier irgendwo nicht vielleicht ein Secret Room ist. Es würde hier übrigens einer sein, ne? Würde sich anbieten. Ja, und so ist es auch. So ist es sowas von. Und es hat sich sogar gelohnt. Und zwar sehr gelohnt. Schön, okay. Mit einer beträchtlichen Anzahl an Bomben für mein Verhältnis und mit zwei Seelenherzen geht's zum Boss und wir kämpfen gegen Monstro. Hast du auch eine Weihnachtsmütze auf? Nein? Stimmt, du feierst da gar nicht. Du feierst da nicht mehr Hanukkah. Sondern du feierst da, weil du fett bist. Hanuta. Ha! Versteht ihr? Hanukkah, Hanuta. Ha! Nee, echt mal. Du bist echt fett, Alter. Soll das vielleicht mal abnehmen? Dann rollst du hier nicht so durch die Gegend. Scheiße! Ich habe gar nicht gesehen, dass er so krumm springt. Ich dachte, er würde in meine Richtung springen, aber das hat er nicht getan. Jetzt springt er in meine Richtung. Ich sollte vielleicht auf den Schatten von ihm achten, dann sehe ich das auch. So, ja, aber wie gesagt, einen fröhlichen Nikolaustag euch allen. Woher weiß ich denn, dass Nikolaus ist? Ja, ganz einfach. Ich habe in den Kalender geschaut. Ne? Und ich denke, ihr könnt euch einen Glühwein nehmen oder wenn ihr noch Kinder seid, einen wunderbaren heißen Kinderpunsch. Und dann könnt ihr euch diesen Isaac-Part genüsslich angeben. Genüsslich geben, genüsslich antun. Und Prosit, meine Freunde und Kinderchens. Prosit. Caffeine Pills, Speed Up and Size Down. Oh shit, das ist cool. Falscher Knopf. Ja, es tut. Okay. Es tut mir leid, ich habe seit ein paar Runs. Seit ein paar Tagen keinen Run mehr gespielt. Es tut mir leid, deswegen kann ich hier ein bisschen eingerostet sein. Ich hatte aber auch ganz ehrlich keine Zeit. Ne? So. Sieht mir aber nicht nach unendlich Basements aus.
Es kann aber auch was anderes sein. Da kann ich mich auch überlesen haben und ich kann irgendwas zusammengewürfelt haben an Informationen. Ne? Oh, guck dich mal Isaacs Augen an. Wow, du bist ja echt krass. Naja, Leute, ich habe auch irgendwie vor, die Isaac Runs zu einem Weihnachts-Special zu machen. Ich habe ja im letzten Jahr, das wissen die wenigsten, das weiß keiner, fast keiner, außer halt die treuesten Leute, die mich schon seit Anfang an kennen, die wissen, dass ich an Heiligabend, glaube ich, ja, das müsste Heiligabend gewesen sein, einen Diddy Kong Racing Run gemacht habe und das als Weihnachts-Special gemacht habe. Ich war in der Eiswelt, in der Winterwelt und habe die ganze Winterwelt quasi in einem Video gemacht. Das hat dann eine halbe Stunde gedauert oder sowas und was soll ich euch sagen? Ich habe über meine Weihnachtszeit geredet und wie gesagt, das wissen die wenigsten von euch. Falls überhaupt einer weiß von euch, dann könnt ihr raushauen. Ich glaube, es wissen wie gesagt nur die wenigsten. Germi kann sich daran erinnern, weil er kannte mich zu diesem Zeitpunkt. Und es war knackig. So, ist das ein Pill-Generator anscheinend, ne? Rubber-Zement. Ach du Scheiße. Rubber-Zement. Okay. Rubber-Zement. Makes your tears bounce off objects. Aha, cool. Oh, shit. Na, das ist doch wieder eine geile Tränenart, muss ich sagen. Kannte ich so auch noch nicht. Nice. Schön. Das heißt, auch hier werden die Tränen wieder Verwendung finden, wie ihr sehen könnt, ne? Richtig krass. Das heißt, ich muss nicht mal treffen. So, da ist eine freilegbare Stelle. Eine Goldtruhe, die würde ich auch sofort mitnehmen, weil... Tammy Set! Ne, die nehme ich auch sofort mit, weil ich denke, wir hatten so einen Schlüssellack. Wir kriegen weiter Schlüssel, würde ich sagen. Ne? Passt schon. Ja, ist okay, komm, stirb. Du kannst doch sowieso nichts. So, die Bombe würde ich gerne darin investieren. Hey. So. Es soll in diesem Part übrigens nicht ganz off-topic werden. Ich habe schon vor, hier und da über das Spiel zu kommentieren und über das Spiel zu reden und über das Spielgeschehen zu reden. Aber so ein paar off-topic-Schübe können ja auch sein, ne? Kann man sich ja auch gönnen. Okay, ich glaube, wir haben hier Champion Larry Juniors vor uns, weil... Da ist ja ganz klar. So muss das sein, ne? Aber die fressen auch ganz schön, ne? Ganz ehrlich. Wo seid ihr bitte Champions? Ihr seid doch keine Chippity Champions. Ihr seid Bidibi Bitches. Bidibi Bitches, Bidibi Bitches. Dinner HP ab. Oh, die Kapuze. Was bringt die nochmal? Oh, ich weiß es nicht, Alter. Sin ab. Na gut, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Weihnachtsmütze sitzt immer noch. Keine Angst, Leute, ich bin immer noch in Weihnachtsstimmung. Ja, ich hoffe, ihr auch. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mal einen Adventskalender, ne? Ah, Sinner bringt mir 3 Teufelsherzen. Stimmt, okay. Weiß ich Bescheid. Ne, meine lieben Freunde, kann ich jetzt, ich habe nicht mal einen Adventskalender, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll das nicht irgendwie heißen, ich habe da keinen Bock drauf oder so, aber ich kam nicht dazu, mir einen zu kaufen, deswegen habe ich mir auch keinen geholt. So, wisst ihr, es ist, so ist das eben nun mal. Ne? Ich habe auch jetzt irgendwie kein Bedürfnis, mir einen zu kaufen für die letzten Tage. Auch wenn ich irgendwie glaube, dass die zu diesem Zeitpunkt mega günstig zu kaufen sind, weil, naja, wer kauft schon am 6. Dezember Adventskalender? Ich glaube, die wenigsten. Die, die es verschlafen haben oder die, keine Ahnung, heiß sind auf Billig-Adventskalender. Was weiß ich denn? Hey, dieser Raum, ich liebe ihn. Komm, öffne dich, öffne dich. Öffne dich, du geile Sau. Wo soll ich denn hier bitte... Oh. Ja, ja, ja. Oh, der war gut. Oh, der war gut, der war gut. Oh, scheiße, der war kacke. Ja, sorry, was soll ich machen? Ich muss doch da irgendwie dran vorbeilaufen. Schlimm genug, dass sie überhaupt Schaden austeilen, wenn man sie berührt. Aber okay. Okay.
Noch einmal und dann war's das. Ja, komm. Okay. Ja, das war irgendwie klar. Ab in den nächsten Raum und... Oh, zum Glück ist das nicht der gleiche, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Raum ist halt echt kacke, Mann. Ganz ehrlich. Weißt du was, dann mach ich halt den hier. Schieß dich halt gegen die Wand, du Arschloch. Wo hast du mich jetzt getroffen, Mann? Ach, komm schon. In den Goldraum will ich aber noch, ne? Andererseits, ich habe dafür keinen Schlüssel. Toll. So viel zum Thema. Ja, kann ich mir ruhig gönnen. So viel zu diesem Thema. Schön. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel herbekomme, ne? Und ich darf auch meine Bomben nicht dumm ausgeben. Ja, natürlich. Wie auch immer man jetzt an diese ganzen Sachen kommen soll, wie zum Beispiel an die Goldtruhe oder sonst was, aber okay. Meine Güte. Oh, 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 oh. Aber mal so als Thema, so als eingeworfenes Thema. Welche Art von Mensch seid ihr? Seid ihr die Art von Mensch, die den Adventskalender schon am ersten Tag öffnet? Oder seid ihr so die Art, die Sorte von Mensch, die schön brav jeden Tag abwartet? Also ich hatte die ganze Zeit... Oh, ich hatte in meinem Leben Freunde gehabt, die den Adventskalender schon am ersten vollkommen geplündert haben. Und ich war halt immer so ein artiger Knabe, ein artiger Knecht und... Hab halt jeden Tag ein Tor aufgemacht, ne? Was bringt das denn eigentlich? Oh, okay, okay. Ja, cool. Hätte ich vielleicht öfter nützen sollen, ne? Öfter nützen. Gut, dann gehe ich jetzt in den Challenge-Room und werde dort ein bisschen Challenge tun. Ah, ich sehe doch schon kommen, dass hier nur Scheiße drin ist. Wobei, Alter. Oh, das ist super. Das sieht gut aus. So, ich will mein Teufelsherz unbedingt behalten und ja. Natürlich läufst du da rein, Kai. Natürlich läufst du jetzt da rein. Richtig. Weh, ich bin gleich so dumm und renn in die Goldtruhe. So, dass ich nicht in den Goldraum gehen kann. Oh, das würde so zu mir passen, ne? So. Wand. Action. So cool, ne? Du musst die Gegner nicht mal mit dem Arsch angucken, weißt du? Wobei ich das ja gerade tue. Na, Baby, gefällt dir mein Arsch? Oh ja. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ah, natürlich seid ihr jetzt dran, ne? Natürlich. Oh, zum Glück bist du geslowt, Mann. Das ist so cool. Okay, easy. Einigermaßen. Ich habe recht viel Schaden bekommen, aber es ging. So, ab in den wohlverdienten Goldraum und dann gucken wir uns mal an, was man dort denn ziehen kann. HP up! Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Damage up wäre zwar auch cool gewesen, aber scheiß drauf, passt schon. Oh mein Gott, das Herz! Es ragt einfach so aus uns raus. Isaac, warum tust du sowas? Pestilence, nein, nicht der! Ich kann ihn doch nicht, nein! Ich werde bei ihm sterben, Alter. Ich kann ihn doch nicht. Ich kann ihn doch nicht. Wisst ihr, wie ekelhaft der ist? Der ist total ekelhaft, der Typ. Bin ich immer an ihm gestorben? Ja, ne? Das war der Reiter, an dem ich immer gestorben bin. Das X markiert die Stelle. Oh, Bomben, Alter. Das ist super. Aber wir haben ihn. Fick dich, Spinne. Fick dich einfach nur. Ja, komm, jetzt hör doch mal auf, Alter. Jetzt komm doch mal da raus, du Wichskopf. Hallo, Lauchschädel. Jetzt hör auf, dich zu verstecken, Mann. Ist echt nicht mehr lustig hier. Lach ich? Nein. Ball of Bandages. Aha. Ball of Bandages. Ball of Bandages. An orbital that blocks shots similar to Cube of Meat. Ähnlich wie Cube of Meat, okay. Collecting a second one makes the orbital fire charm tears. Oh, schön. Okay. Juckt nicht, ab in die nächste Ebene. Äh.
Caves 2. Ich bin heute ein bisschen langsam unterwegs, aber man muss auch verstehen, es ist Nikolaus, ne? Hätte Nikolaus gewollt, dass wir heute so stressig sind? Nein, hätte er nicht. Ja, komm. Oh, bitte leck mich doch am Arsch, ey. Mann, ich hasse es. Weißt du, ich lauf genau da rein. Genau da lauf ich rein. Es ist so klar, ne? So, ich hoffe natürlich, dass wir in dieser Ebene einen Schlüssel bekommen werden. Also, hau mal bitte raus. Oh, das war schön. Das war wunderschön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wie soll ich denn da ausweichen? Hallo? Ich weiß nicht, wie weit mich dieser Run führen vermag. Ich habe keine Ahnung. Man sollte Geduld walten lassen. Oh, natürlich, ich laufe genau da rein. Das ist kacke, ich hasse es. Weißt du, genauso verliere ich meine Herzen. Genauso. Und dann werde ich es nicht wert sein, bis zum Arm zu kommen. Ich kann es euch schon so genau sagen. Nee, in den Arcade-Raum gehe ich jetzt nicht rein. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Okay, schon mal bereithalten. Natürlich. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Mann, 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 ey. Nee, ich gehe doch nicht in den Shop. Wobei, 15 Münzen würden locker ausreichen, aber ich laufe erstmal weiter. Ich mache erstmal hier die ganzen Räume durch. Acker mich da durch und dann passt das. Ist quasi so ein Boomerang, wie ihr seht. Hat einen Boomerang-Effekt. Schaut mal. Na, wobei. Wobei. Nicht ganz. Sah erstmal so aus, aber das lag auch daran, weil. Weil die Tränen überall abgeprallt sind, ne? Sollte man doch ganz klar so sagen. Natürlich. Ich hasse es, ne? Ich werde wahrscheinlich kein großes Glück mehr haben, was das Bekommen von Seelenherzen angeht. Ohne Scheiß. Ich glaube echt, das war's jetzt. Heute gehört man mir das nicht mehr. Weißt du was? Mach den! Das Gute ist, der Effekt wird auf Tummy's Head mitgenommen. Mit den, wie soll ich sagen? Mit den Flummi-Tiers. Oh nein, ey. Ja, kommt, dann zeigt mir wenigstens, ob es hier ein Secret Room gibt. Weil ich denke, es müsste hier eingeben. Obwohl, wenn dann rechts, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Wobei es halt möglich wäre, ne? Rechts wäre halt gut möglich. Deswegen stirb du erstmal. Danke. Telepilz. Nutze ich. Aber erst gleich, ne? Sollte ja klar sein. Erstmal in den Goldraum gehen, hallo. Homing Bombs. Bobby Bomb. Okay. Bobby Bomb. Bobby Bomb. Gives you 5 Bombs and makes all bombs homing. Was heißt homing jetzt? Zurückkehren? Homing? Home? Kein Plan. Jetzt treffe ich noch ab. So, okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Also sagt mal an, Leute, habt ihr heute zu Nikolaus was bekommen? Also ihr als Kinder, das, also was heißt Kinder? Jetzt stufe ich euch voll runter, aber ich denke, es gibt einige ältere Zuschauer, aber an jeden von euch. Bekommt ihr oder habt ihr Geschenke bekommen heute oder... Es ist ja immer so, an Nikolaus soll man ja seinen Stiefel nach draußen stellen und dann kriegt man da was ganz Bestimmtes für, ne? Na, vielen Dank. Aber wie ist es bei euch? Tut mal Ansagen. So, ich denke, hier könnte eine sein. Eine Secret Room meine ich damit, ne? Wisst Bescheid. Eine Secret Room. Tschüss. Ich könnte quasi... Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte quasi hier jetzt mich durchgraben.
könnte mir die Truhen schnappen. Könnte abhauen. Nein, jetzt kann ich nicht abhauen. Scheiße, warum denn nicht? Natürlich gehen jetzt hier die Türen auch zu, weißt du? Ah, das ist so klar, ne? Ich hab keinen Bock, Alter. Ich will nicht. Ich hätte das nicht tun sollen. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Für eine Bombe oder was? Wahrscheinlich, ne? Boah, das war's wert. Gut, also ein Devil, den können wir ausschließen, das ist klar. Weil ich werde hier getroffen und ich werde hier meine Herzen verlieren. Oh, scheiße. Ja, nächster Gegner. Okay. Einfach nur gucken. Aufpassen, was er tut. Und er tut scheiße, tut er. Ah, ich glaube, an diesem Boss bin ich sogar mal gestorben, ne? Weil er sich so ekelhaft versteckt hat und weil diese Pisse halt nie weggeht. Oder sehr langsam weggeht, wie ihr seht, ne? Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir hier nicht sterben werden. Aber guck mal an, wie wenig Schaden ich ihm momentan mache. Das geht gar nicht klar. Genau deswegen brauche ich ein Damage ab. Aus diesem Grund. Und nein, Alter, jetzt macht er noch das hier. Übrigens, diesen Effekt gibt es auch für uns, ne? Von diesem Auge, das sich hier durch den Raum bewegt, ne? Das kann auch Isaac für sich nutzen. Was soll ich da machen? Das Ding hat sich in meine Richtung bewegt. Komm, komm. Ja, und je nachdem, wie verletzt es ist, kommen auch diese Augendinger in vermehrter Anzahl durch, ne? Ne, weißt du was, leck mich am Arsch. Penner. Komm, die letzten Tränen, ja, beiß dich durch, komm. Fuck, ist das, jetzt kommt noch ein Bosskampf, weißt du? Nicht? Nur zwei? Okay. Alles klar. Soll mir recht sein, Bitch. Shop, das ist super. Aber diesmal ohne was zu spenden. Okay. Ah, eine leere Flasche, guckt mal. Eiskalt, eine leere Flasche. Oh Mann, ey. Für jede Zelda-Anmerkung, die ich hier sehe, sollte ich mir einen trinken, ey. Nicht normal. Aber erst später. Jetzt ab zum Boss. Mal gucken, was du für ein Drecksvieh bist. Ach, dich kennen wir doch. Gegen dich haben wir doch gerade eben gekämpft. Nein, wie kommst du darauf? Ach, stimmt. Ja, du hattest einen Bruder. Kann das sein? Einen, wie soll ich sagen? Einen bläulichen, oder? Ich hab keine Ahnung mehr, welche Farbe der hat. Ich glaube, der war bläulich. Oder er war weiß. Das kann auch sein. Er hatte die normale Farbe. Was für ein Scheiß. Er hatte die normale Farbe und so passt das auf jeden Fall. Fick dich! Worms Coin Pures. Hematisis. Das ist so unnötig, ne? Range Down. Weiteres Range Down. Pheromonis. Okay. Ja, war eine Scheißebene, ne? Kann man so betiteln. Necropolis. Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Nicht mit einem Angriff von 3. Nee. Generell, ich kann nirgendwo mit einem Angriff von 3 reingehen. Weißt du? Fick dich! Ja, ich denke mal, wir werden hier drauf gehen, ne? Es hat keinen Sinn, hier weiterzumachen, ganz ehrlich, so. Ich denke mal, bis Moms Auge kommen wir auf keinen Fall. Nee. Moms Herz, wie komme ich jetzt mal auf Auge, Mann? Bist du behindert? Boah, Junge. Das war Glück. Schön, schön. Nein! War klar, ne? Toll. Halbes Herz verspielt. Schön. Endlich. Ach, natürlich werde ich jetzt da getroffen, Alter. Ey, ich bin gerade so kacke wieder, ne? Es tut mir leid. Ich... Keine Ahnung. Und an all die, die meinen, hör auf, dich als Scheiße zu bezeichnen, ist doch wahr. Es ist doch wahr. Ich bin nicht gut.
Also warum soll ich mir da jetzt was vormachen und sagen, ich bin gut, wenn ich jedes Mal getroffen werde? Und ja, ich weiß, auch die Besten werden getroffen, aber nicht so häufig wie ich. Deswegen kann ich mich da auch nicht als gut bezeichnen. Ne? Whipworm. Okay. Ah, ich glaube, der Whipworm sorgt dafür, dass die Perspektive, glaube ich, anders wird, oder? Sag mal an. Whipworm. Whip. Increases Shot Speed and Range. Oh. Okay. Ja, nehme ich mit. Stimmt. Ist echt groß geworden oder echt heftig geworden. Der Shot Speed. Der ist nice. Boah, wie die immer sich zu Würmern oder zu Tausendfüßlern zusammentun, ne? Nicht normal. Bringt euch ja doch nichts. Book of Revelations. Book of Revelations, was bringt das nochmal? Adds one soul out and makes the next boss a horseman if possible. Increases devil deal chance. Ich will aber kein Horseman. Ah, was tue ich nicht alles für ein Seelenherz? Richtige Nutte. Du machst alles nur für die Seelenherzen, ey. Du bist voll Seelenherzen geil. Hallo. Boah, schaut euch mal diesen fucking Speed an, ey. Doch die Range, Mann, die ist schön. Easy Raum. Nein! Gott, Alter. Ich denke halt nie so, dass die zweite Hand direkt danach auch kommen kann, wisst ihr? Ach du Scheiße. Ja, komm. Übertreib doch nicht direkt. Warum sind da jetzt tausend von diesen Viechern? Übertreiben die, ekelhaft. Na, es war klar. Na, natürlich zieht es auch ein Herz ab. Jedenfalls glaube ich, dass es ein Herz abgezogen hat, aber es war klar. Da ist ein Boss, okay. Ist mir erstmal egal. Solange ich keinen Damage von 4 habe, will ich da nicht reingehen. Andererseits, wo soll ich jetzt noch ein Damage von 4 herbekommen? Im Shop? Wohl kaum. Wobei ich auch mal gucken könnte. Oh. Ja, ist aber auch so ein... Weiß ich nicht, ne? The Journey Begins. Stars. Toll. Schön, hat mir jetzt viel gebracht, ne? Ich weiß, dass mich diese Karte hier an den Anfang zurückbringt. Was ist das nochmal? Anarchist Cook Bomb. Summon Bombs. Okay, da gucken wir mal hier so ein bisschen nach, weil es kann sein, dass hier irgendwo ein Secret Room ist, ne? Was? Hä? Ach so, falscher Knopf. Ich habe ZR gedrückt, aber sollte ich doch ZL drücken für das Item. Tut mir leid. Gut, mache ich mal... Ne, wobei... Ich werde das mit den Bomben hier machen. Natürlich, natürlich. Aber okay. Natürlich ist da auch kein Secret Room, aber... Ja gut, es kann auch sein, dass hier einer ist, ne? Es kann genauso gut sein. Fick dich. Fick dich einfach. Natürlich habe ich jetzt zwei Bomben verspielt. Für nichts, weißt du? Klar. Warum soll ich auch nicht, ne? Nein, jetzt geht... Ja, ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt schaffe ich hier gar nichts mehr. Jetzt, wo ich... Danke, Popschutz, dass du hier abfällst, du verdammter Drecks-Popschutz. Holt euch niemals ein T-Bone SC450. Es ist das behinderte Mikrofon, was ihr euch vorstellen könnt. Von der Sprachqualität her ist es zwar gut, aber von allen anderen Belangen her, vom Stativ, vom Popschutz, totale Scheiße. Tut's euch nicht an. Da könnt ihr euch genauso gut einen Besenstiel als Popschutz kaufen. Bringt genauso viel. Fällt auch immer ab. Ich hab's ausprobiert. So, das... Wollen wir das riskieren? Vielleicht. Ja, komm, ist okay. Solange du alleine hier bist... Ich bin unfähig. Ich bin offiziell unfähig. Ich brauche zwei... Anläufe, um eine Laserspinne zu besiegen. Dankeschön. Wow, bin ich gut. Okay, jetzt gerade kriegen wir übelst viele Schlüssel in den Arsch geschoben, ne? So viele, dass es sich überhaupt nicht mehr gut anfühlt.
Okay. Danke für diesen Tipp. Danke dafür. Props an dich. Gönn ich mir mal, ne? Ich spreng dich gleich. Oh ja. Oh, ein weiterer Item Room. Oder was heißt Item Room? Schlüsselraum, ne? Fuck! Scheiße. Und ein zweiter Shop. Alter Falter. Ist aber auch nichts, ne? Nichts für mich. Wobei, wisst ihr was? Ich gebe mal eine Bombe aus. Leg die hier unten hin. Nein, das war unnötig. Wenn dann hier. Du Spasti. Wenn dann da. Oh Mann, ey. Richtig unnötig, Alter. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Na, was wollen wir jetzt machen? Rechts rein? Ja, komm, machen wir mal. Clotoni! Okay, du bist eigentlich gar kein Problem für mich. Eigentlich. Natürlich. Eigentlich kein Problem und kriegt Schaden. Gut, Kai. Gut. Ja, klar. Sicher. Da wollte ich gerade eben reingehen, aber okay. Dankeschön. So, sind hier überhaupt irgendwo Herzen? Ja, oben sind Herzen, ne? Und das würde ich vor dem Boss gern mitnehmen. Auch ich, wenn ich sagen muss, ich bin für den Bosskampf eigentlich nicht gerüstet. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier jetzt kaputt machen. Ich hoffe, das reicht vom Platz her. Tut es. Streichholz. Ach, leck mich doch am Arsch. Wie soll ich da jetzt rankommen, ohne eine Bombe zu verschwenden? Oh, du bist doch ein Hurensohn, Alter. Ey, ganz ehrlich, was ist das wieder für ein Run? So, ganz ehrlich, so, hä? Was soll das denn jetzt hier, ne? Weißt du... Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Easy. Kriegen wir schon hin. Vor allem, weißt du was? Hätten wir vielleicht beim Bosskampf nutzen sollen. Okay, es ist vielleicht offensichtlich und so, aber passt schon. Boah, war das knapp, ey. Der hat mich schon angekackt. So knapp war das. Na toll, nein, nicht ihr, ey. Wie soll man euch denn sehen? Wie soll man euch denn sehen? Ja, ganz ehrlich, wenn ihr unsichtbar werdet, ja? Kann man das doch gar nicht vorausahnen. Arschlöcher. So ganz ehrlich, Mann. Okay, ab zum Boss, Mann. Yo. Und hoffen wir mal, dass wir Glück haben werden. Hoffen wir mal, dass die Macht mit uns ist. Wow, ein Reiter. Das war irgendwie klar, nachdem wir das Book of Revelations aufgehoben haben. Aber okay. Gucken wir mal, wie viel Glück ich heute mit einem Reiter habe. Okay, das Ding an ihm ist, er wechselt random so die Richtungen, weißt du? Okay. Aber sein Schema ist recht easy, wobei... Fuck. Okay. Was kann ich jetzt dafür? Was, ganz ehrlich, so, das ist doch total scheiße, wenn die Bombe direkt vor mir spawnt, weißt du? Ich kann da nichts gegen machen. Sie spawnt nicht mal bei mir. Ich bin gut ausgewichen und auf einmal kam die Bombe zu mir. Dafür kann ich doch null was. Überhaupt nicht. Oh! Ist ein Reit hier weg? Ja, ist ein Hotterhot weg? Hotterhot. Ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses M-Cry-Baby-Face von dem, da kann er einem schon leid tun. M-Cry-Baby! Bester Smiley, Ivo West. Und was wir an Serviceal bekommen, das haben wir bestimmt nicht. Den Book of Revelations zu verdanken, aber okay, passt schon. Naja, Krampus, hey, natürlich haben wir jetzt dich als Gegner, ne? Jetzt mach schon deinen Laserstrahl. War klar? Natürlich werde ich jetzt von allem getroffen. Ja, genau.
Okay. Das hat mich voll gar nicht berührt, du Arschloch. War auch klar. Weißt du, es ist klar, dass ich da getroffen werde. Weißt du, das kennt man ja nicht anders von mir. Das muss so sein. Krampus Rage. Ah, genau, sowas. Ja, okay. Ich denke, ich nehme aber trotzdem das Book of Revelations mit. Ja. Und mit diesem ebenso recht wenig bringendem Ebenengedöns gehen wir jetzt zu Mom. Oder in ihre Ebene rein, ne? Und werden mal schauen. Oh, scheiße. Ja, wenn ihr euch hinter der Mauer versteckt... Genau. Wenn ihr sich hinter der Mauer verstecken, kann ich da wenig gegen tun. Und wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon Schaden gefressen habe, gehe ich jetzt auch hier in den Opferraum rein. Oder in den Stachelraum, ne? Oh, natürlich. Ihr seht, das Glück ist in diesem Mal wieder auf meiner Seite. Und das an Nikolaus, weißt du? Natürlich so, weißt du so? Ja, okay. Dankeschön, dass ich jetzt ein ganzes Herz verloren habe für gar nichts. Dankeschön. Ne? Also man merkt so, dieser Run hier ist nicht ganz mein Tag. Glück ist anders. Ne? Muss ganz ehrlich sagen. Schlüssel nutzen wir trotzdem. Was zum... Okay. Ich könnte jetzt quasi mit der Schaufel... Wenn ich mir die gönnen würde, ne? Ich könnte quasi... Und das hat jemand als Kommentar geschrieben. Danke dafür nochmal. Ich könnte quasi eine Ebene runtergehen. Aber nein, ich bleib beim Book of Revelations. Das tut mir leid. Weißt du, so random zum Devil-Deal-Raum, okay? Dankeschön. Ganz random zum Devil-Room rübergegangen. Thank you. Was zur Fick, du hast... Wie soll ich denn da ausweichen, Mann? Totale Scheiße. Naja, dafür ist mein Book of Revelations voll. Was bringt das nochmal vollständig so? Oh mein Gott, kein Bosskampf. Book of Revelations. Ja gut, Horseman. Soulheart. Ansonsten wär's das, ne? Was bist du? Broken Watch. Broken Watch. Du sahst mir aus wie ein Dino. Ganz ehrlich. Sah aus wie so ein kaputter Dino, der so auf dem Boden klebt. Has a chance to slow down or speed up all enemies in any room. Slow, was? Was? Ich habe das gerade, glaube ich, überlesen. Slow down or speed up. Toll. Ja, ist nicht ganz toll, ne? Ganz ehrlich. Ach ja, übrigens. Wir haben quasi jetzt unseren, unser Orbital quasi, wie soll man sagen? Gestackt. Wir haben es kombiniert. Und ihr seht, jetzt gerade greift unser Orbital. Dankeschön. Jetzt gerade greift unser Orbital mit Tränen an, mit Liebestränen. Cool, oder? Wie das jetzt zustande kam, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall kam es zustande und das ist knackig. Gib mir bitte ein Herz. Komm schon, hab ein Herz für mich. Ist hier irgendwo vielleicht ein Stein, den ich aufspringen kann? Nein. Warum sollte es auch hier einer sein, ne? Oh Gott, ey. Diesen Raum hier, ne? Spinnen und die hier. Wenn man die mit einem Raum... Wenn man die in einen Raum, setzt. Ich glaube, das wären die besten Freunde, aber leider nicht bei mir. Was soll ich denn da machen? Komm schon. Weißt du, da sind die nicht mal schwer, aber es geht mir einfach um den Damage. Es kann nicht sein, dass ich hier Damage von 3 habe. Nein. Was soll das denn? Gebt mir verdammt nochmal. Einen scheiß guten Raum. 0, 1. Okay. Ich habe einen Verdacht, dass hier in der Nähe ein Secret Room ist. 0, 1. Natürlich. Vielleicht hier oben. Natürlich. Warum auch nicht? Warum auch immer ich jetzt hier kein Glück habe, was Secret-Räume angeht, aber ihr seht, ne? Gönnt man mir einfach nicht, ne? Warum sollte man auch? Bin ich ja nicht wert.
Ne, komm, ciao. Alter, wie lange überlebt ihr noch? Hallo, sterbt doch, Mann. Seid unnötig. Hallo, tut mal jetzt hier auf Basilisk von Harry Potter. Ich gucke euch nicht an, also sterbt hier, hallo. Ich gucke euch nicht an. Ich kann nicht sterben von euch. Scheiß Basilisken, Alter. Wer denkt ihr, wer ihr seid? Penas. Ah nein, der Raum ist mindestens genauso bekackt. Aber hier ist nix und das kann mir ein Seelenherz geben. Das habe ich gebraucht. Verdammte Scheiße nochmal. So, ist vielleicht noch irgendwo weiter ein Stein? Nö. Aber das ist schon in Ordnung. Ja, genau. Porte dich nur. Oh mein Gott, Alter. Was machen die für komische Geräusche? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schlagring? Tough Love. Gives you chance to fire teeth instead of tears, which deal triple damage. Das heißt... ich muss sagen, die Haltung von Isaacs Mund ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen... Wie so ein zahnloser Opa. Hä, was bringt das denn jetzt? Triple Damage stand da gerade eben. Would steal Triple Damage. Teeth heißt doch Zähne, oder nicht? Heißt das, ich schieße gerade aus meinem Mund und aus meinen Augen, oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich kann es euch nicht sagen. Und wenn ich es euch sage, versteht ihr es ja sowieso nicht. Die Flamme muss auch getötet werden. Tötet sie! Bevor sie Eier legt. Dass da auch kein Secret-Raum ist. Was mache ich denn hier falsch? Hier irgendwo muss doch einer sein. Dann bitte schön hier. Weißt du, so... Der Ron ist einfach kacke. Er mag mich nicht. So... Okay, weißt du, dann lass mich doch in Ruhe, aber jetzt hör auf mit diesem Scheiß-Run. Das war klar, hier musste einer sein. Und Greed. Wetten, du machst wieder Laserstrahlen oder sonst was? Wahrscheinlich, ne? Aber ich kann mich daran erinnern, dass er Laserstrahlen gemacht hat. Das habe ich mir nicht eingebildet. Vielleicht habe ich es mir zwei gebildet, aber nicht eingebildet. Okay, Mom, okay. Wenigstens das sollen wir heute hinbekommen. Wenn wir schon... zu... Ja, fick dich ins Knie. Wenn wir schon Moms Hart nicht hinbekommen, sollen wir heute wenigstens Mom bekommen. Auch wenn das hier jetzt ein sehr langer Kampf sein werden. Seine Gewerden haben geseint haben kann. Gewerden geseint haben gehabet. Alter, wie oft tritt die bitte, die Schlampe? Ja, was denn? Isaac! Isaac! Ja, so heiße ich. Hallo. Dummes Vieh. Du bist ja noch schlimmer als Yoshi. Yoshi! Ja, so heißt du. Schön für dich. Muss das jetzt jedem erzählen? Damit kannst du bestimmt nicht angeben, Alter. Weil jetzt gerade muss ich sagen, so, nach dem 10. Mal Mom oder sowas, da geht es einigermaßen. Auch wenn ich trotzdem Schaden fresse wie nichts, ne? Natürlich. Klar. Aber das war wichtig. Ich muss jetzt mit den Bomben spielen, ansonsten wird es uns viel zu riskant hier. Fuck! Ich wette, wenn die Hand mich berührt hätte, ne? Ich glaube, ich wäre aus dem Raum rausgeflogen. Kann das sein? Locker. HP up! Oh mein Gott, Alter.
Weißt du was? Jetzt gönnen wir uns die Obwohl. Na komm. Weißt du was? Das gönnen wir uns. Skippen wir die nächste Ebene einfach so und gehen dann zu Mom's Heart und wenn wir Glück haben, schaffen wir es. Aber erstmal zum Goldraum, das ist ganz klar. Erstmal gucken, dass wir überhaupt den Goldraum erreichen. Wenn es überhaupt einen gibt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Alles Sachen, an die ich mich null erinnern kann. Ja, komm, jetzt stirb weg. Missgeburt. Hallo. Wurmi. Weg. Arschloch. Oh, tötet das Auge, tötet das Auge. Dankeschön, haben wir das schon mal. Das Schlimmste ist gebannt, ey. Schön, ey. Trotzdem, Alter. Mit einem Damage von 3 hier so weit gekommen, Alter. Muss man auch ganz mal ehrlich sagen, keine schlechte Leistung. Ganz ehrlich, Alter. Ne? Also, normalerweise, man spawnte mit einem Damage von 3, glaube ich. Von 2 mit Isaac, weißt du? Und fick dich. Und da muss man sagen, so, für den Anfang und dafür muss man sagen, keine schlechte Leistung. Übrigens, damit ich das mal geklärt habe, falls ihr euch fragt, so, wo denn der letzte Run bleibt. Gestern, müsst ihr wissen, kam ja ein Run, der ja mitten in der Aufnahme geendet hat. Ne? Die Wii U ist ja stecken geblieben, ne? Das habe ich so als Open End genommen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr da morgen. Ich wollte heute nur so einen krassen, heftigen... ja, Nikolaus-Part machen, ne? Bietet sich ja an, wie gesagt. Okay, ganz vorsichtig. Was war so klar, ne? Es ist ganz klar, so weißt du. Ja, natürlich, genau, ja. Fotzenknecht, ey. Ich hasse das. Ich hasse das. Es ist so unnötig. Aber wenn wir es echt schaffen sollten, zu Mom's Heart zu kommen, danach ist aber auch Schluss, ganz ehrlich, Alter. Ich habe danach keinen Nerv mehr. Nicht mit diesem Run. Kein Fall, Mann. Hallo Baby, jetzt stirb doch mal, du bist voll gruselig. Jetzt kann aber auch ruhig mal ein Herz spawnen, weißt du, wie ich meine? Was soll ich denn da machen, Alter? Komm. Ich trau mich jetzt nicht, das aufzuheben. Ganz ehrlich, ich trau mich nicht. Dieser Boden, der hat mich daran gehindert. War ich hier oben schon? Ich glaube nicht, aber man kann trotzdem weitergehen. Das ist natürlich cool. So. Wie soll man denn da ausweichen? Das geht doch gar nicht. Willst du mich verarschen, Mann? Was soll das denn? Weißt du, so 10.000 von diesen scheiß Würmern kommen auf mich zu. Was soll ich denn da machen? Wenn ich deswegen sterbe, dann leck mich doch am Arsch. Da hat keiner von euch zu flamen. Na komm, jetzt ist aber... Fuck, Alter, du kommst dir vor wie ein Reiter, ne? Zum Glück, der wollte gerade schon nach rechts flitzen, ey. Arschloch. Jetzt gib mir doch den scheiß Goldraum, weißt du, wie ich meine? Was soll das denn? Ja, wie soll ich da hinkommen? Ich habe keine Bomben, du Experte. Wie soll ich dir denn was spenden, wenn es nicht geht? Oder kann es echt sein, dass ein Wurm kein Goldraum mehr ist? Ich glaube schon, ne? Kann ich ja gleich den Bossraum mitmachen, weißt du? Was, wir kriegen Schlüssel, 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 aber kein einzigen Goldraum. Aber weiß ich nicht mehr, ob es hier keinen gibt. Einfach direkt auftauchen, rumspucken und verpissen sich, ey, Arschlöcher. Krass, ich werde sterben, Mann. Schöne Leistung, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Mein Gott. Luck up. Okay. Dann verdammte Scheiße nochmal. Gib mir jetzt hier einen verdammten, verdrecksten Goldraum, damit ich hier Luck hab, du Arschloch. Komm schon. Mein Gott. Gut,
Herzen sind schon mal da, das ist cool. So muss das sein. Aber ich war auch wieder in diesem Run hier arschlangsam. Es tut mir leid, ne? Also für alle, die jetzt hier rumflammen und sagen so, voll langsam, hätte ich in 2 Sekunden geschafft, den Run. Ja, tut mir leid. Ne? Kann ich nichts für, so ist das normal. Okay, alles cool. Sobald ich euch weg habe, könnt ihr gar nichts. Gib mir doch ein Gold rum, und was soll der Scheiß? Weißt du? Was soll das denn? Ich war ja doch auch überall schon. Hier war. Hier ist. Nein! Es gibt hier keinen Goldraum. Kann das sein? Ich bin weg. Hä? Ich wollte schon sagen. Willst du mich verarschen, Alter? Ja, ich weiß, ich hätte auch gegen den Boss kämpfen können und so, aber nein. Aber nein. Utero 2. Ja, das schaffe ich nicht. Tut mir leid, wenn es jetzt hier endet, ne, dann... Sorry, aber... Nee. Nee, das ist einfach nein. Nee. Man muss auch echt sagen, war alles in allem kein guter Run, so von der Item-Sicht her. Einigermaßen zwar. Von mir jetzt nicht so unbedingt. Ich war langsam und habe nichts erreicht, aber... Was soll ich machen? Ne? Wenn die Items... nicht gut sind, muss man auch gucken. Ja, schön. Da hast du sehr gut ausgewichen, muss ich sagen. Na, aber wenn man schon die Items nicht bekommt, was willst du denn auch da machen? Was willst du da machen? Weißt du? Musst du gucken, dass du es so rettest, aber... Wie willst du das machen? Ne? Warum auch immer die geslowt sind, aber sie sind geslowt und das ist okay. To press for the lost. Was bringt mir das? Oh mein Gott. Ja, weißt du, was ist das für ein Scheiß? Hurensohn, Bastard. Dreckte Hurenmutter. Ganz ehrlich, Mann. Ich komme in den Raum rein, verliere das eine Herz wegen dem scheiß Dick da und dann diese scheiß Fotzenspinne, ey, Bastard. Was soll denn der Kack, ey? Was kann ich dafür? Was kann ich dafür, Mann? Hä? Was soll ich dagegen machen? Weißt du? Kannst mich mal, ey. Penner. Nee, kein Bock mehr, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt hier die Schaufel benutze, gilt es dann als Mams Herz besiegt oder wie ist das? Kein Plan. Okay. Habt den scheiß Run gesehen, so wie immer eigentlich, aber naja. Haut rein, ciao.